liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Heute begleiten für Sie Wolfuß und Frank Buschmann die Partie mit nicht ganz alltäglichen Wetterbedingungen. Was sagt der Wetterfrosch? Ja, stimmt, Wolf. Es schneit und schneit und schneit, aber nicht so stark, dass die Partie abgesagt werden musste. Borussia Mönchengladbach ist derzeit in Spiellaune. Zumindest war das der Fall beim Heimsieg, als man es mit dem FC Bayern München zu tun hatte. Ein unglaubliches Spiel war das zuletzt. Heute aber wird das eine viel, viel schwierigere Angelegenheit. Das kann durchaus sein, dass es heute nicht reicht. Auf der einen Seite also die beste Defensive und auf der anderen Seite die Mannschaft mit den meisten Toren. Das sind natürlich zwei verschiedene Spielphilosophien, die da aufeinandertreffen. Wir dürfen sehr gespannt sein. Und da sehen wir die heutige Aufstellung von Bayer Leverkusen. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie versuchen es heute klassisch mit einem 4-4-2. Heute dürfte es spannend werden. Platz 1 gegen Platz 4, da ist einiges drin, denn beide Mannschaften spielen bisher eine gute Saison. Mal sehen, ob der Tabellenführer auch heute als Sieger vom Platz geht. Und los geht's! Gut gemacht, den Ball holt er sich. Wendt. Wird's jetzt gefährlich? Geht er rein? Da stellt er sich in die Schussbahn und blockt den Schuss ab. Super. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Er zieht ab, da macht er ihn rein. Das sind sehr, sehr schwierige Bedingungen heute bei diesem Spiel. Ja, das sehen wir ja genau in dieser Situation, Wolf. Ich denke schon, dass der Keeper hier durch den Schnee ganz klar beeinträchtigt wurde. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Wir schauen kurz auf die Uhr. 7 Minuten hat es nur gedauert. Toprak. Kießling. Der kommt gut. Chicharito. André Hahn. Da zieht er ab. Super Einsatz vom Torhüter. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Abgepfiffen, es gibt Freistoß, den Ball hat er mit der Hand gespielt. Richtige Entscheidung, der Schiedsrichter hatte aber auch eine gute Position. Ja.
Er köpft den Ball zum Mitspieler. Und nun ein Schuss. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Über die Torauslinie, Ecke. Der Schuss war super, aber die Parade aus Sicht des Schützen leider noch besser. Da hat der Keeper richtig gut aufgepasst und den Schuss entschärft. Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Nordfight. André Hahn. Ah, da geht er vorbei. Tolle Aktion vom Torwart. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Nicht schlecht, diese Gelegenheit, aber auch gut gehalten. Großartige Leistung vom Torwart. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Pfostenschuss. Buschi, ein Wort zur bisherigen Saison. Ja, mit einem Wort, überragend. Sie spielen richtig gut. Macht er ihn! Die Chance zum Ausgleich, aber er macht den Ball nicht rein. Der Schuss war einfach nicht gut, aber sie haben ja noch Zeit. Papadopoulos. Çalhanoğlu. Christensen. Er steht gut und hat den Ball. Jetzt vielleicht. Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. Gar keine schlechte Gelegenheit eben. Sieht man ja hier in der Wiederholung auch nochmal. So richtig glücklich sehen da einige Spieler nicht aus, dass sie bei diesen... Jetzt gibt's, jetzt schießt er! Die Chance nutzt er nicht, Buschi. War zu überhastet. Ja, das kann man wohl sagen. In dieser Situation wäre natürlich viel mehr drin gewesen. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Das muss er besser timen. Hier ist es dann abseits. Und jetzt der Schuss. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Das war faul. Da muss er Freistoß geben. Hilbert.
Stindl. Chicharito. Jetzt wird's gefährlich. Calhanoglu. Northfight. Hilbert. Und direkt zurückgespielt. Und jetzt Bellarabi. Kann er den Ball behaupten? Stindl. Ganz stark gemacht, das gibt Xhaka. Da ist er durch, aber er behält die Nerven nicht. Ein ganz knappes Ding. Ja, bis dahin war es perfekt gespielt und dann fehlt vielleicht am Ende die Konzentration. Oh, klasse, den spielt er mit der Hacke. Bessere Bedingungen für eine Grätsche kann es ja gar nicht geben, wenn es so rutschig ist. Das ist jetzt eine Chance. Werfen wir noch mal einen Blick auf diese Chance. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Zur Pause drehen sich die Diskussionen, das spürt man auch hier bei den Zuschauern, vor allem um eine Szene, die Verletzung des Spielers. Ja, es ist natürlich wirklich bitter, ist schade für ihn. Wer weiß, ob das auch passiert wäre, wenn der Rasen nicht so nass wäre. Ab geht's in Durchgang 2. Bisher hatten wir richtig Spaß, Buschi. Ja, wir haben tollen Fußball gesehen. Hoffentlich haben die Teams nicht ihr ganzes Pulver verschossen. Er zieht ab. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Das gibt einen Eckball. Super Aktion, gut geklärt. Geht er rein? Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Können Sie diese Ecke jetzt vielleicht nutzen? Jetzt schauen wir uns mal den Teamvergleich in puncto Ecken an. Kiesling. Und jetzt Bellarabi. Und Chicharito. Gut gemacht da auf der Außenbahn. Da kann er sich den Ball holen. Schießt er ihn rein. Das war die Möglichkeit zum Ausgleich, aber er macht ihn nicht. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Die Flagge kommt gut rein. Super gemacht vom Torwart. Und die Chance, aber nein, er gibt Abseits. Fabian Johnson. Schuss! Super Einsatz vom Torhüter. Die nächste Ecke, nochmal eine gute Gelegenheit. Jetzt muss er hier
neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und er versucht es mit einem Wechsel. Kämpfen um den Ball. Hilbert. André Hahn. Nordfeind. Xhaka. Das müsste es sein. Da macht er ihn rein. Treffer zählt nicht. Da ist die Fahne oben. Gut gesehen vom Assistenten. Da haben wir die Szene nochmal. Ist natürlich ärgerlich, dass der Treffer nicht zählt, aber spätestens jetzt zu sehen, richtige Entscheidung. Papadopoulos. Kampel. Die Gäste werden wechseln. Das gibt Einwurf. Jetzt wird es den Wechsel geben. Fabian Johnson. Xhaka. Hima Traoré. Das macht er gut. Ibrahima Traoré. Wie macht er den denn rein? Sie lassen heute einiges an Chancen zu und jetzt eben der Gegentreffer. Ja, so richtig gut sind sie nicht im Spiel. Sie bekommen den Gegner nicht in den Griff. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Bellarabi. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Stindl. Toprak. Wendell. Calhanoglu. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Bellarabi tickt so hoch, der Ball streift die Latte und geht ins Aus. Xhaka. Jetzt haben sie den Ball verloren. Und jetzt ein Schuss. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Die sind richtig gut drauf heute. Ein weiteres Tor. Und der Gegner muss aufpassen, dass ihm das hier nicht komplett entgleist. Haargenau unter die Latte. Ich fasse es nicht. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive.
Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Jetzt wollen sie das Mittelfeld mit langen Bällen überbrücken. Sie brauchen hier das Tor. Sie müssen es erzwingen. Und jetzt wollen sie das Tor hier erzwingen. Werfen alles nach vorne. Mal sehen, ob sie Glück haben und irgendwie noch einer passt. Chicharito. Auf dem Papier her sind beide Teams nahezu gleich stark, aber die Anzeigetafel sagt uns heute was anderes, Buschi. Also damit, Wolf, hätte ich vor dem Spiel nun wirklich nicht gerechnet. Ich bin geht er rein? Trifft er? Ja! Drin! Tor! Die kriegen den Hals nicht voll. Tolle Offensivleistung heute. Da kann einem jeder Gegner leid tun, Wolf. Die stecken hier wirklich nicht auf, obwohl das Spiel ja bereits entschieden ist. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Toprak. Wendell. Abgepfiffen, das war abseits. Und jetzt ist der Ball geklärt. Und nun Raphael. Bellarabi jetzt. Da zieht er ab. Er setzt den Schuss daneben. Ist das dem Schnee geschuldet ein Stück weit? Vielleicht nicht nur, aber eins ist klar. Einfach zu spielen ist dieser Untergrund nicht. Ibrahima Traoré. Er versucht's. Die kann er einfach. Diese Schüsse aus der Distanz. Hier hat dann aber zum Torerfolg doch noch was gefehlt. Toprak. Das könnte die Gelegenheit geben. Nordfight. Jetzt schießt er. Da stellt er sich in die Schussbahn und blockt den Schuss ab. Super. Und damit ist das Spiel vorbei. So, die Spannung hat ein bisschen gefehlt. Dafür war es einfach zu einseitig. Ja, sie haben hier dominiert, nie nachgelassen und deshalb geht der Sieg in Ordnung.